Upsala. So. Komm, haut rein. Na, die Punkte sehen nicht schlecht aus. Wir haben so viele Research-Punkte jetzt. Ich hätte nichts gegen 3D-Grafik Version 2 oder so. Wann kriegen wir das denn? Kriegen wir das irgendwann noch? Hauen wir nochmal eine kleine Marketing-Aktion raus. Und finishen. Neuer Rekord in beiden. Good Management. Ja, ein paar Level-Ups, ne? So ein ganz paar Engine und so, bla. Ja, die kriegen Gehaltserhöhung. Wir haben Basic Physics, Safe to Cloud, Mod Support, 2D Grafik Version 5. Nein. So, denn jetzt geht auf Urlaub und Research. Doch. Basic Physik. 2D Grafik. Oh, 600.000. Das Spiel muss uns was bringen. Komm. Nee. Hier, noch eine 8 bitte. Danke. Das heißt, wir haben jetzt 7,75. Safe to Cloud. Und komm, Mod Support, wenn wir schon gerade bei allem sind. Das Spiel muss Geld einbringen. Zack, fast eine Million. Okay. Vielleicht noch ein Zeitungsartikel jetzt über das Spiel, das wäre nice, damit die Verkaufszahlen wieder gesteigert werden. Los, schneller, wofür wirst du denn bezahlt hier? So, wenn wir gerade schon so sind, machen wir gerade nochmal hier Training. Da war in Technology. Train. Der war in auch in Technology. Training, nicht Research, Train, Design und what the fuck, Spezialisierung, okay, holy moly, ich mache einfach das, weil ich nicht weiß, was das bringt und bei uns kann man es ja mal testen. Was bringt denn das Game Dev? Design und Technology. So, wir haben mit der Dreambust 3,1 Millionen eingebracht. Okay, da haben wir wahrscheinlich ein Spiel rausgebracht, ne? Na, guck mal, wir haben fast 4 Millionen. Das Spiel verkauft sich doch. Klappt doch. 4 Millionen. Bringen wir direkt nur noch ein neues Spiel raus und fertig. Oder, wenn wir gerade so dabei sind, kann ich eigentlich direkt Inhumans a Gambling will we taken vom Markt. So. Naja, wir machen erstmal jetzt Custom Engine. Moment, bla 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 blub. So. So, die Grafik Version 5 ist eh gerade das Beste. Monosound brauchen wir nicht mehr. Stereo Sound Soundtrack. Genau, das hat das. Basic Physics, Safe to Cloud Mod Support. Achievements. Minigames. Create! Wie war das mit den 4 Millionen? 3,1. Casual Games sind im Moment sehr populär. Gut, die machen da weiter. Casual Games. Casual. Machen wir eine RPG Casual? Machen wir eine Simulation Casual? Casual, Casual, Casual. Action Casual. Gott, so viele Möglichkeiten. Casual Action, Casual Adventure. Casual RPG, Casual Simulation, Casual Strategie. Machen wir mal Casual Strategie, oder? Was ist denn gut mit Casual Strategie? Ich habe jetzt gerade irgendeine schlechte Nachricht. Nee, doch nicht. Casual Strategie. Casual Strategie. Airplane. Aha. Aber Casual Strategie, Casual Strategie. Und Vocabulary. Okay. Das ist sogar für everybody. Dings ist nur für jung. There's a new game platform PPS by Rony has been released. The PPS. Achso, wir können nicht gucken. Toll. Los, haut rein, Leute. Nein, ich will nicht ein neues Office. Habt ihr sie noch alle? Was? Gambling is no longer supported. 11,6 Millionen haben wir eingebracht mit 7 Spielen. Ach, kurz husten, so. So, Gambling Nummer 10 has been completed.
Develop New Game, Pick Plattform. Oh, die hat ja gar kein Dings. Okay. Jo, Play System 2, ne? Medium, machen wir dann mal Vocabulary. Casual Strategie. Play System 2, Game Engine 10, Medium Everybody. Everybody! Das nennen wir mal. The English Test. Das sollte schon fast Horror sein. Sollte schon fast ein Horror-Game sein. Casual Strategie, Play System 2, Everybody. Warum denn nicht? Das war die Grafikversion 5 und let's go! Boah, 520.000 kosten uns inzwischen die Spiele, ist Hammer. So. Ich hoffe, ich habe mich nicht verdrückt. Casual Strategie. Wo war denn das jetzt? Casual Strategie. Okay. Muss auf jeden Fall niedrig und das muss. Okay. Können wir, glaube ich, direkt. Hauen wir direkt mal alles raus hier. Das war jetzt für die Playsystem Maus, Joystick, also Gamepad auf jeden Fall. Achievements. Lassen wir den Joystick mal einfach drin, wa? Oh, lassen wir die Maus auch einfach drin, warum denn nicht? Komm, Lenkrad hauen wir nicht mit rein. Das brauchen wir alles nicht. Wir sind runter, runter und das ganz hoch ist. Und das am wichtigsten ist, ist das am wichtigsten, gell? 233.000 monatliche Kosten. Wir sollten mal wieder ein Klopperspiel rausbringen für ein bisschen Geld und so. Okay, bei der zweiten ist das genauso. Level Design ganz hoch. AI runter und Dings runter. Machen wir die Minigames mit rein. Das hauen wir raus. Das lassen wir auch raus. Und let's go. Ja, ein paar Pünktchen kriegen wir da ja gerade noch rein. Wahrscheinlich ist das mit den Training in Technology und so, wie viele Punkte da reingehen. Oder Schnelligkeit ja, wie viele da so. So, und das dritte wäre, das erste niedrig, die anderen beiden ganz hoch. So, World Design, also egal. Bla, bla, blub. Und go! So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir hauen Marketing raus, damit wir ein bisschen Hype kriegen. Design ist aber ganz schön hoch, du. Mann, oh Mann. So, die Bugs müssen noch raus, vielleicht noch ein paar Punkte in Technology, das wäre ganz schön. So, und finishen. 166, 120. Ja, hier, New Topic, New Combo, Great Combo, Trend Match. Ein paar Level Up, Story Quest, Dialoge, AI, World Design. Zweite Grafikversion 5, direkt Level Up. Nice, und Sound. So, was können wir jetzt alles researchen? Full Motion Video, Voiceover, Simply Body Language, Virtual Economy, Surround Sound. Holy shit. So, Send on Vacation und. Och, Game Review, okay. Wollte gerade sagen. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Can't wait for the sequel. Truly great. Ach, ja, eine 9,0. Train. Machen wir einfach mal den Speed hoch. So, und das Spiel verkauft sich jetzt ein bisschen. Hoffe ich mal. Nein. So, dann trainiert ihr auch nochmal eben. Code. Ne, warte. Game Dev Gems. Machen wir erstmal alle. Ein bisschen. Ja. Können wohl einen Medium-Stand machen. Train und Game Dev Gems. Vielleicht verkauft sich das Spiel dann sogar wieder noch ein bisschen besser. Wenn wir den Stand hatten. Wäre auf jeden Fall nice. If you are not a fan of electronic forests, no, then chance you will be after playing their last game, the English test. The intention to detail the core gameplay. Blablabla. Und so. Rang 8 sind wir noch. Ja, komm, kommt jetzt der. Nice. So. Ein paar Besucher. Wären schön. Na, 200.000 kriegen wir. 229.435. Blablabla. Nicht in die Top 100 schon wieder. Schade, schade, schade.
Ich trainiere jetzt einfach noch eine Runde, damit die einfach besser werden hier. Genau, Design. Train. Genau, Design. Training. Aber Technology. Okay, der Markt hat sich normalisiert mit keinen Trends. Und wir researchen einfach mal. Ich will ein RPG rausbringen. Obwohl, ja, das ist eigentlich ein Dungeon, cool. Das ist eigentlich ja, es lohnt sich erst, wenn wir eine neue Engine machen wollen. Das heißt, wenn wir alles wirklich machen, 240.000, 240.000. Ja, knapp 1 Million brauchen wir für alles wieder, ne? Komm, er trainiert auch eine Runde. Ja, ich weiß jetzt noch nicht in was. Code incomplete, damit wir alles so auf dem gleichen Stand haben, halten haben. Tuten tun. was? I'm finished with in Nigeria. I'm writing because I know of your high repute has a tourist invest. 2,5 Millionen in Electronic Quartz. Er hat unseren Namen falsch geschrieben. Money to the bank. Was? We have disputed the amount at a safe bank and will transfer this m money to you. But the bank request comes from you. If you wish to revive funds, you must transfer a one-time verification payment. Da zweifle ich gerade ein bisschen dran, dass es wirklich so ist. Guck mal, da steigen die Verkaufszahlen wieder ein bisschen. So, danach müssen wir aber dringend mal wieder ein Spiel entwickeln.